Hey Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün, Part 66, glaube ich, meine Fresse. So, wir sind jetzt immer noch hier bei Fern Island und haben ein AP Plus gefunden. Ist das nicht cool? Nein, ich will jetzt auch nicht mit dir reden. Es könnte ja ein Angler, Trainer sein, was auch immer. So. Dum, 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 bidabam. Das ist einfach ein Team Rocket. Na, dem treten wir jetzt nochmal in den Arsch, aus Prinzip. Hier gibt's keine seltenen Pokémon, nicht eines. Das ärgert mich, Kili, da kämpfe ich jetzt mit dir. Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Ach komm, den klatschen mal weg. Ach, Slimog. Wie viele Slimogs haben wir denn jetzt schon erledigt? Los, Turtok. Surfer. Fern Island, habe ich ja. Ich habe ja echt gedacht, das wäre wie so eine. Wie, wieder so eine grüne Insel und so. Und. Nee, ist gar nicht so. Ich kann mich jetzt auch wieder daran erinnern. Da ist nichts drin. Gar nichts. Vielleicht ein Item oder so, was man im Detektor finden kann. Das weiß ich jetzt aber nicht. Aber ich glaube, da ist echt nichts drin. Vielleicht irgendwie durch so ein Secret, dass da mal was aktiviert wird oder so, aber kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Oder durch so Geheimgeschehen, keine Ahnung. So Blizzard! Ah ja, egal. Werdet ihr gleich sehen. Und ich glaube, dann haben wir Island, welches Island? 6, glaube ich, dann abgeschlossen. Machen noch Island 7. Dann gehen wir nach Island 5 und machen Team Rocket kalt. Dann gehen wir den Saphir ab und dann fangen wir uns auf Mewtwo und dann ist das Let's Play vorbei. Ja, weil langsam, gebe ich ehrlich zu, will ich auch, dass das Let's Play langsam endet, weil mir vergeht auch langsam echt die Lust irgendwie an dem Spiel. Und ich glaube, ihr wollt ja auch langsam, dass es zu Ende geht, ja. Von daher ist das okay. Wandelhöhle. Okay. Ja, und man sieht, hier ist nix. Gar nichts. Oh, doch, Pokémon. Ja, okay. Arnozubat oder so. Oder Kleinstein, aber halt keine irgendwie weltbewegenden Sachen, die es hier drin gibt. Dann machen wir einen Superschutz. Und ein Fahrrad, damit die Musik ein bisschen aufgelockert wird. Bum, 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 bum. Ja, man sieht, ey, hier ist nichts, gar nichts ist da drin. Müsst ihr mir auf die Sprünge helfen, wenn es irgendwie Geheimgestehen oder was weiß ich drin ist? Keine Ahnung. So, wir sind hier fertig. Also, Tauboss. Zurück. Also hier diese ganzen Challenges und so, weiß ich was war's, die Scaraborn Gedöns, das mache ich jetzt nicht. Wozu auch? Ja. Naja. Hier müssten wir jetzt fertig sein. Ich kann nochmal kurz nachgucken. Pokémon Center geht noch kurz rein. Ja, und ich hab ja auch mal gesagt, irgendwie von wegen, was war das nochmal hier unten? Ruintal. Habe ich Taniboruinen zugesagt? Das ist kompletter Quatsch. Da kommen wir jetzt erst hin. Auf Island 7 sind die Taniboruinen. Und im Ruintal gab es halt, oder halt in diesen Kammern, was das war. Da gab es halt den Saphir. Und hier gibt es was anderes. Etwas, das ist jetzt nicht relevant, um hier das Spiel durchzukriegen, aber es ist interessant. Sind auch neue Pokémon, ganz besondere Pokémon, die man gleich sieht. So, Island 7, die Abenteuerinsel der Unendlichkeit. Cool. Alte, eine alte Frau. Diese Eilande werden Savvy Island genannt, weil es sieben sind. Das glauben zumindest die jungen Leute. Die Wahrheit ist, dass die Eilande so heißen, weil sie in 7 Tagen geschaffen wurden. Nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? Ich stelle momentan nichts mehr dar, als ich jünger war. Ich bin überall hingeflogen und habe jeden Trainer herausgefordert. Jetzt besteht meine einzige Lebensfreude darin, mich an die Vergangenheit zu erinnern und Kämpfe zu beobachten. Nicht schön, ey. Hey, der hat hier alles zugestellt mit Dingens. Es weht ein laues Lüftchen. Okay. Ist hier ein Hintereingang oder? Egal. So, wer bist du denn? Die Natur dieser Insel liegt nahezu unangetastet. Daher könnte das dann nicht schwierig werden. Okay. Trainer Zurm? Oh nein. Um Gottes Willen. Bitte kein Trainer Zurm. Ach, Trainertürme sind scheiße. In jedem Spiel, ich hasse die Trainertürme. Egal, ich zeige ihn trotzdem. Aber ich meine, ich hätte irgendwas vergessen auf den Islands. Ach, keine Ahnung. Egal, so. Irgendwas konnte man mit Kaskade machen oder so? Ach, weiß ich nicht. Okay, Trainerturm. Das ist so eine Scheiße. Fordere andere Trainer heraus. Badum, badum. Ja, Zeittafel. Wie schnell wir was geschafft haben. So, Trainertürme. Kann ich mal kurz erklären? Was ist das denn hier? Kaufen, verkaufen. Okay, es ist einfach,
Das sind, wie wer Pokémon Battle Revolution kennt, das ist halt, es sind halt nur Kämpfe, wo man keine AP kriegt oder so, wo man nur battelt und so, ja, willkommen im Trainerturm, ja. Bis zum achten Stock müssen wir uns da durchbetteln. Nö, hab ich echt keinen Bock zu, tut mir leid. Das ist scheiße. Naja, hab ich echt keine Lust zu. Eine 7. Also, ihr merkt das vielleicht, dass ich auch paar Sachen auslasse. Aber es sind halt so Sachen wie hier den Trainerturm. Und mir fällt gerade auf, die Musik, die gibt's auch im Pokémon Hard, ja, in Hardgold und also in Gold und Silber und so. Cool. So, was gibt's hier? Schluchteingang. Und das wird jetzt gleich interessant. Okay. Also, wie gesagt, ich lasse manche Sachen aus, aber das sind halt so übelst. Ich wusste es. Scheiß Trainer. Ich meine, Servus, bist du mein Fanclub? Nein. Also, ich lasse ein paar Sachen hier aus, weil. Ich weiß, ich finde die alle so langweilig und. Ja, ihr vielleicht auch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht interessiert euch das ja, wenn ihr Pokémon nie gesehen habt, aber. Ja, ich weiß nicht. Trainerturm. Nee. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man dafür kriegt. Ich glaube, ein Eintrag oder so irgendwie in irgendeine Tabelle oder. Ach, keine Ahnung. Nichts wirklich Interessantes und. Ich gebe es echt zu, ich habe langsam auch gar keine Lust mehr, Pokémon zu spielen. Ich möchte das jetzt eigentlich nur noch beenden. Bei anderen Projekten, Zelda oder so, ist das was anderes. Gerade bei Zelda, weil Zelda, es macht mir immer wieder Spaß, das durchzuzocken. Bei Pokémon, das ist mir irgendwie, auch wenn es ein Rollenspiel sein soll, es ist mir einfach zu linear. Wenn ich mal so sagen darf. Und, hey, Tanzer, auch wieder ein neues Pokémon. Ja, und Zelda ist was anderes. Also, Pokémon zocke ich ungern mehrfach durch. Also, ich zocke es privat immer gern weiter. Pokémon fangen, trainieren und so, ganz cool. Battle mit Freunden mache ich, liebe ich, ja. Aber mehrmals durchzocken, nee, da fehlt mir die Motivation zu. Ja. Keine Ahnung wieso. Bei Zelda, es ist halt was anderes. Das ist halt so ein bisschen Adventure-mäßig. Das macht immer wieder Spaß so. Ist auch immer wieder ein bisschen anders, auch wenn die Storyablauf immer das gleiche ist. Ihr wisst, was ich meine. Vor allem bei Zelda, die ganzen Nebenquests und was, ne? Das ist ganz interessant. Oh, scheiße. Egal. Das sind Ranger. Ja, also, ihr versteht mein Anliegen. Von daher, nö. Sonic ist einfach zum Beispiel, Sonic habe ich ewig nicht gespielt. Ja, und Assassin's Creed ist auch ist sehr linear, gebe ich zu, ja, aber. Ja, Assassin's Creed ist auch halt noch Adventure und es ist immer aufregend und so. Und Pokémon ist halt. Ja, also ich liebe so Adventure-Sachen oder Jump'n'Runs, die immer wieder so Spaß machen, weil immer wieder irgendeine andere Scheiße passieren kann. Bei Pokémon ist das halt nicht so, weil das ja so Strategiekämpfe sind und alles. Wobei ja Strategiekämpfe in dem Sinne sind, wenn du die und die Sachen halt immer so machst, dann kannst du da auch nicht verlieren. Ja, das ist halt so. Deswegen Pokémon habe ich auch langsam keine Lust mehr zu. Naja, wie dem auch sei, also 66 Parts, ja. Ich wusste ja, dass Pokémon viele Parts in Anspruch nehmen wird, ja, aber bald 70 Parts, das ist dann doch schon extrem. Ja, gut, die mache ich jetzt noch kurz. Dann ist der Part gleich wieder vorbei in anderthalb Minuten. Duplor, schön. Ist mir egal. Rückkehr! Bams! Ah, Giftpuder, ich hab's geahnt. Irgendwie so eine Scheiße, dass jetzt irgend so ein Kack kommt. Naja, was soll man machen? So, du bist down, jetzt kommt Gipflor. Das macht Taubers. Los! Okay. Sehr schön, Airoas, Bams. Oh, gut, das hat dich getroffen. Sehr schön, und Bams. Ach ja. So, Tanimori, sind wir dann im nächsten Part und dann. Übernächsten Part machen wir Team Rocket kalt, obwohl ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ja, und dann holen wir uns Mewtwo. Und dann ist das alles cool. Also, ich glaube, bis Part 70 geht das Let's Play noch. Und dann War Stars. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich keinen Hyperheiler. So, Turok ist geheilt. Und dann im nächsten Part. Sehen wir uns hier noch ein bisschen um und ja, was machen die da? Keine Ahnung. So, Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao.